Die Hand vielleicht ans Kinn. Das wirkt etwas nachdenklicher. Ne? Na gut, aber machen Sie es nicht so würdevoll. Ich fühle mich nämlich nicht so. So kann ich wirklich nicht arbeiten. Warum sind Sie denn so nervös? Ja? Dr. Voss, Dr. Scheu braucht Sie im OP. Oder passt es gerade nicht? Nee, ich komme sofort. Tja, Sie sehen ja selbst, ich muss später vielleicht. Herzlichen Glückwunsch übrigens zum Jubiläum. Wie viele Jahre sind es denn? 15, danke. Oh mein Gott. Kommen Sie. Der Mann muss so schnell wie möglich operiert werden. Tut mir leid. Der läuft seit Tagen mit einer Halswirbelfraktur rum. Eine falsche Bewegung und verdammt. Was? Davon hat er mir gar nichts gesagt. Mann, ey. Euer Chef ist schlimmer als die Gabo. Nicht eine einzige fertige Skizze habe ich von ihm. Was ist los? Weißt du, ich opfere extra einen freien Abend, um euch einen Gefallen zu machen. Da muss ich ihm die ganze Nacht hinterherrennen. Oh, Herr Bure, es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Wenn ihr willst, ich besorge dir ein Foto von ihm. Ach komm. Ich meine, es geht ja nicht um Kunst, es geht darum, dass man ihn wiedererkennt. Was ist los mit dir? Sitzt du dein Jubiläum quer? Ach nein. Mir wäre es nur ganz recht, wenn ich nicht alle 5 Minuten dran erinnert werden würde. Ihr tut alles so, als wäre ich 50 und nicht 15 Jahre hier. Erst kommt das Porträt und dann... Und dann in die Ahnengalerie? Kann es sein, dass du Probleme hast mit dem Älterwerden? Quatsch. Na, ich denke schon. Na du, wie findest du es bis jetzt? Ich weiß nicht. Die Falten, kann man die noch irgendwie wegradieren? Wie bitte? Die Wirkung ist doch stark, sehr expressiv. Ja, wie Willy Brandt im Ruhestand. Das Acryl, das kann man nicht wegradieren. Aber er denkt, wir wollen ihn frühzeitig in Rente schicken. Ich kann es doch nicht nochmal von vorne anfangen. Ihm muss es doch auch gefallen. Und Robert sieht sich nochmal anders. Jugendlicher eben. Jugendlicher. Und wie soll ich das bis Schichtende schaffen? Vergiss es. Musik darf auf keinen Fall fehlen. Und Sekt natürlich auch nicht. Ach, sind Sie denn immer noch nicht fertig? Ja, gleich. Nur noch die Signatur. Na, das ist ja jetzt, wenn man auf den Weihnachtsmann wartet. Also, ich kann ihn nirgends finden. Vielleicht ist er noch im Büro. Ja, so ist er, unser Chefarzt. Unermüdlich bei der Arbeit. Nee, da ist auch alles dunkel. Vielleicht ist er schon weg. Tja, mach's an. Herr Hansen? Überraschung! Ihr seid wirklich hartnäckig. Auf die nächsten 15. Danke. Ihr für euch auch. Danke. Aber feiern wollen wir doch nicht hier, oder? Ich lade euch in die nächste Bar ein. Gehen wir zu Olaf? Mhm. Aber erst das Bild. Ta-ta. Oh. So hat der Chef also Modell gesessen? Das wüsste ich ja. Würde ich mal sowas zum Jubiläum bekommen, wahnsinnig, damit ich rechtzeitig kündigen kann. Und? Gefällt es Ihnen? Ja, ziemlich jugendlich und... ziemlich fantasievoll. Jedenfalls bist du so vor der Ahnengalerie sicher. Die Nase ist ganz gut getroffen. Ja, das Kinn ist nahezu klassisch. Was sich so alles unter ihrem Kittel verbirgt, Dr. Frost, das denkt man gar nicht. Na dann, Prost! Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Na, auf den Künstler. Voll. Kann es sein, dass du Probleme hast beim Älterwerden? Quatsch. Ich denke schon. Na du, wie findest du es bis jetzt? Ich weiß nicht. Die Falten, kann man die noch irgendwie wegradieren? Wie bitte? Die Wirkung ist doch stark, sehr expressiv. Ja, wie Willy Brandt im Ruhestand. Das Acryl, das kann man nicht wegradieren.
die Hand vielleicht ans Kinn. Das wirkt etwas nachdenklicher. Hm? Na gut, aber machen Sie es nicht so würdevoll. Ich fühle mich nämlich nicht so. So kann ich wirklich nicht arbeiten. Warum sind Sie denn so nervös? Ja? Dr. Voss? Dr. Verdammt. Was? Davon hat er mir gar nichts gesagt. Mann, ey. Euer Chef ist schlimmer als die Gabo. Nicht eine einzige fertige Skizze habe ich von ihm. Was ist los? Weißt du, ich opfere extra einen freien Abend, um euch einen Gefallen zu machen. Da muss ich ihm die ganze Nacht hinterherrennen. Oh, Herr Bure, es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Wenn du willst, ich besorge dir ein Foto von ihm. Ach komm. Ich meine, es geht ja nicht um Kunst, es geht darum, dass man ihn wiedererkennt. Was ist los mit dir? Sitzt du dein Jubiläum quer? Ach nein. Mir wäre es nur ganz recht, wenn ich nicht alle 5 Minuten daran erinnert werden würde. Ihr tut alles so, als wäre ich 50 und nicht 15 Jahre hier. Erst kommt das Porträt und dann... Und dann in die Ahnengalerie? Na, er denkt, wir wollen ihn frühzeitig in Rente schicken. Ich kann es doch nicht noch mal von vorne anfangen. Ihm muss es doch auch gefallen. Und Robert sieht sich noch mal anders. Jugendlicher eben. Jugendlicher. Und wie soll ich das bis Schichtende schaffen? Vergiss es. Musik darf auf keinen Fall fehlen. Und Sekt natürlich auch nicht. Ach, sind Sie denn immer noch nicht fertig? Ja, gleich. Nur noch die Signatur. Ja. Der Scheu braucht sie im OP. Oder passt es gerade nicht? Nee, ich komme sofort. Tja, Sie sehen ja selbst, ich muss... Später vielleicht. Herzlichen Glückwunsch übrigens zum Jubiläum. Wie viele Jahre sind es denn? 15, danke. Oh mein Gott. Kommen Sie. Der Mann muss so schnell wie möglich operiert werden. Tut mir leid. Der läuft seit Tagen mit einer Halswirbelfraktur rum. Eine falsche Bewegung und...